Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel, Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir Brannigan und damit die Schwarze Faust besiegt, unseren ersten großen Kontrahenten eigentlich. Und sind jetzt auf dem Weg in die Frostmarschen, um endlich Ruhen einzuholen. Ja, folgt Ruhe durch das Portal in die Frostmarschen und das werden wir jetzt auch tun. Dadurch wird unsere ganze Armee jetzt und unsere Gebäude das hier Meister Rohn, vernichtet. wartet! Das ist eine Falle! Eine Falle? Wovon sprecht ihr? Dieser Weg hier führt direkt in einen Hinterhalt. Ein Magier des Zirkels. Er will euch vernichten! Ein Zirkelmagier? So hat mich mein Schicksal am Ende also doch eingeholt. Ihr kennt ihn? Allerdings, dieser Zirkelmagier will die Gottsteine in seine Gewalt bringen. Sollte ihm das gelingen, wird alles Leben, so wie ihr es kennt, für immer ausgelöscht. Aber wozu? Sein Ziel ist es, ein Portal zurück in die Zeit zu öffnen. Er glaubt auf diese Weise den Lauf der Geschichte ändern und die Macht der Konvokation erringen zu können. Doch er irrt sich. Er kann diese Macht nicht beherrschen. Niemand kann das. Es war eine Täuschung, eine List böser Götter. Hier, in dieser Schatulle, befinden sich die Invasionspläne für seine Armeen. Wir haben sie erbeutet, können sie aber nicht öffnen. Eine Schatulle? Sollte. Hört mir zu, Runenkrieger. Uns bleibt nicht viel Zeit. Findet Hokans Vermächtnis. Nur so könnt ihr die Zerstörung der Welt verhindern. Sucht danach. Und dem Artefakt, das mächtig genug ist, einen Zirkelmagier aufzuhalten. Ich verstehe nicht. Was ist mit euch? Ich habe getan, was in meiner Macht stand. Hier, nehmt dieses Buch. Es enthält die Wahrheit über die Konvokation und ihre verheerenden Folgen. Eines Tages mag es vielleicht über das Schicksal der Welt entscheiden. Und jetzt gebt mir die Schatulle. Sie ist leer. Aber. So sehen wir uns also wieder, alter Mann. Habt ihr wirklich gedacht, ihr könntet mich aufhalten? Nun zahlt ihr den Preis für eure törichten Bemühungen. Eure Reise endet hier. Für euch gibt es keine Zukunft. Und ihr, Runenkrieger, ihr habt mir trefflich gedient. Kehrt nun zu eurem Orden zurück und sagt ihnen, dass die Zeit des Erwachens vorbei ist. Die Zeit des Krieges hat begonnen. Ja, Rohan ist tot. Der Dunkle hat ihn vernichtet und hier kommen wir definitiv nicht durch. Gegen die Klingenverteidiger nämlich, die da stehen und den Pass blockieren und auch die Klingenweber, haben wir so gut wie keine Chance. Nicht mal gegen die Klingensoldaten hätten wir eine Chance. Wir sind 11. Und die sind 25. Und hinter ihnen stehen nochmal zwei große Truppen. So, was sagt unser Tagebuch? Also erstmal haben wir die Schatulle verloren, aber haben dafür das Buch der Konvokation gefunden. Oh, und fürs Runenbuch haben wir auch immer noch. Aus der Tiefe. Haltet auch schon auf weitere Geister, okay. Ja, Ron ist tot. Die Nachricht selbst war die Falle, die für ihn vorbereitet war. Die schlimme Kunde muss nach Graufurt gebracht werden. Die Nachricht von Rohns Tod sollte so schnell wie möglich an Sartarius überbracht werden. Nun muss der Orden ohne Rohns Hilfe einen Weg finden, der Bedrohung zu begegnen. Gut, wir haben aber allerdings immer noch die Wundtinktur. Wir müssen die Kiste öffnen. Ja, dafür habe ich mir ja letztes Mal noch die Kombination aufgeschrieben. Ich hoffe, ich habe sie richtig aufgeschrieben in der Eile.
Das heißt, wir machen einen kurzen Abstecher über den Dryadenhain. Holen die Wundtinktur. So, hier im Dryadenhain haben wir immer noch die Dryaden und unsere Kontrolle, aber sonst nichts mehr. Oh, wir können Sergeant Einar auf sein Banner bringen. Wenn wir schon hier sind. So, jetzt haben wir die Kiste. Öffnen. So. Also es war rechts. Links. Mitte. Links. Mitte. In der Kiste hat eine Klacken. Sie ist jetzt entriegelt. Den grauen Schlüssel einführen. Ein weiteres Klacken. Die Kiste kann jetzt geöffnet werden. Ja, Brieferung für Valdis. Gut, damit haben wir das. Ja. Der im Wald ist auf Greifung, wartet auf ihre Lieferung. Wer sie gefunden hat, bringt sie zu ihr. Gut. Nächste Haltestelle ist Feste Utran. Du hast gut, euch zu sagen, sehen. Oder? Nein. Auch wenn du ein Main-Quest-Symbol hast. Wir wollen zu dem Lord-Kommandanten. Seid gegrüßt, Freund. Ja, der Verräter ist tot. Der Verräter ist tot. Hatte er das Banner bei sich? Wer war es? Wie sah er aus? Das Banner ist hier. Es war ein narbiger Bursche mit harten Augen. Ein guter Kämpfer, mit Schild und Schwert. Halgard, dieser Hund. Ich ahnte, dass er es war. Schon lange hat er Shaira nachgestellt. Hätte ich nur eher gehandelt. Ich war ein Narr. Was aber euch betrifft, Runenkrieger. Ihr habt die Ehre Utrans wiederhergestellt und den Tod meiner Frau gerecht. Nehmt dies zum Dank. Es soll euch auf euren Reisen nützlich sein. Ja, was kriegen wir? Also erstmal das Questbuch wurde aktualisiert. Verzierter Schlagstab, okay. Obsidianmaske der Magier. Mhm. Erfahrungspunkte. Okay. Baupläne und Runen. Da sind bessere schon drin. Ja, Zauber können wir sehr viele verkaufen eigentlich. Ja, Level Up jetzt als nächstes nur im Bögen stecken zweimal. Dann können wir die beiden mal wieder verbessern. Also das hier alles mal auf 4 bringen. Und dann sehen wir weiter. Naja, die Quest wurde abgeschlossen. Also das purpurne Banner. Ja. Meister der Spinnen auch. Ja, bringt die Spinnenseite zu Tanara und bringt auch die Beinlinge wahrscheinlich beides zu Tanara. Wundtinktur müssen wir... Oh, wir haben Flan eigentlich schon gefunden. Zwergendienste ist immer noch das mit dem Zwergenschnaps, was wir noch nicht hatten. Ja, und den Federkiel müssen wir auch noch abgeben. Das heißt, jetzt geht's erstmal nach Graufurt zum Haus des Ordens. Ja, wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Und was ich vergessen habe zu sagen, wir haben jetzt auch Akt 1 damit erfolgreich abgeschlossen. Mit Rohans Tod endet Akt 1. Schöne Geschichte. Nein, nicht wirklich. So. Habt ihr den Federkiel dabei? Ja, hier, ich fand diesen merkwürdig leuchtenden Federkiel. Hier, ich fand diesen merkwürdig leuchtenden Federkiel. Ihr Götter, ein talindischer Schreibkiel. Danke. Ihr seid wirklich ungewöhnlich. Ich traue mich kaum, euch danach zu fragen, aber... Aber was? Wisst ihr, es gibt da eine spezielle Kreide. Sie wird bei Beschwörungen und Ritualen eingesetzt. Meist wird sie von Schamanen oder Dämonologen verwendet. Mein Meister verlangt, dass ich sie ihm besorge.
Doch das ist völlig unmöglich. Niemand hier stellt so etwas her. Dazu müsste ich schon einen Ork-Schamanen ausrauben. Die Ork-Schamanen, denen ich bislang begegnet bin, haben nicht lange genug gelebt, um mir etwas von ihrer Kreide zu erzählen. Aber den nächsten, den ich treffe, werde ich danach fragen. Der Sarkasmus ist gut. Und ja, wir haben die Ork-Kreide ja schon. Tanat hat Gaber mit der unmöglichen Aufgabe betraut, Beschwörerkreide zu besorgen. Diese spezielle Kreide wird nur von Ork-Schamanen hergestellt. Gaber ist hilflos. Ja. Tatsächlich fand sich bei dem Schamanen der Schwarzen Faust etwas dieser besonderen Kreide. Die soll schließlich zu Gaba gebracht werden. Mhm. Habt ihr die Beschwörerkreide gefunden? Ja. Hier ist eure Beschwörerkreide. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ohne euch hätte ich mein Novizitat schon längst verloren. Sonst nichts mehr? Alles in Ordnung jetzt? Nun, da wäre... Ja? Die Robe meines Meisters ist abgewetzt und verschlissen. Ich hätte sie längst flicken lassen sollen. Aber ich habe noch so viel andere Arbeit. Eure anderen Probleme waren anregender. Oh, mit Tanara zu verhandeln kann durchaus anregend sein. Hier ist die Robe. Bitte bringt sie Tanara der Näherin. Zu der müssen wir eh. Gut. Aber jetzt können wir Sartarius nicht mehr umgehen. Also ja, Zauberwerk. Des Meisters fadenscheinige Robe. Tanat hat Gaba befohlen, seine alte Robe wieder zu flicken. Gaba hat sich zur Näherin Tanara gebracht, aber diese benötigt spezielle Materialien, um die kostbare Robe zu richten. Bringt die beschädigte Robe zu Tanara, der Näherin. Mhm. Seid gegrüßt, Freund. Ja, ich bringe euch schlechte Neuigkeiten. Ich bringe euch schlechte Neuigkeiten. Wir haben es bereits vernommen. Die Kunde von Rohns Tod liegt schwer auf diesem Tag. Es ist still geworden in den Hallen des Ordens. Ein Schatten ist über das Land gefallen. Rohns letzte Worte ergeben für mich nur wenig Sinn. Hokan, ein merkwürdiges Artefakt? Dieses Buch hier, was hat er nur gemeint? Ihr müsst diesen Hinweisen nachgehen. Findet Hokan, ergründet, wie wir die Eisernen aufhalten können. Und sucht das Artefakt. Es ist vielleicht unsere letzte Hoffnung. Wo beginne ich meine Suche? In den nördlichen Windwallbergen im Lande des Hauses Hallet. Fragt dort nach Marcia. Sie ist die Botschafterin des Ordens im Brunnenfels der Burg der Halliten. Wie kann sie mir helfen? Um Hokan zu finden, müsst ihr bis in das Herz des Todes, die Düsterlande. Ein ödes, verwüstetes Land, das einst das Tor der Könige genannt wurde. Dort befand sich Hokans Feste. Marcia kennt den Weg dorthin. Hier, nehmt dieses Schreiben. Die Torfeste im Süden der Stadt führt zu den Windwallbergen. Zeigt den halitischen Wachen das Schreiben. Was werdet ihr tun? Wir werden uns vorbereiten auf den Krieg. Mhm. Wer ist dieser Hokan? Wer ist Hokan Ashir? Hokan war einer der Zirkelmagier. Er war der mächtigste Nekromant, den Fiyara je gesehen hat. Er kam hierher aus dem fernen Lande Xu. Von dort brachte er viele düstere Geheimnisse mit sich. Im Krieg kämpfte er mit seinen untoten Horden gegen Uram den Roten. Wir wissen nicht, was während der Konvokation mit ihm geschah. Wir dachten, er sei tot. Fest steht allerdings, dass seine untoten Heerscharen von einst noch immer durch die Düsterlande streifen. Und wie es scheint, strecken sie mehr und mehr ihre knochigen Finger nach unserem Fleisch aus. Mögen die Götter den Krieg verfluchen und alles, was er hervorgebracht hat. Ja, das Ende der Welt eigentlich schon. Und was sind die Düsterlande? Was sind die Düsterlande? Dort tobten einst die verheerendsten Schlachten des Konvokationskrieges. Die Kämpfe zwischen Hokans untoten Horden und Urams Dämonen wogten jahrelang hin und her. Nun ist das Land öde und verbrannt.
Die Armeen von einst hausen immer noch dort und machen es zu einem Ort des Todes. Der Orden hat mehrfach versucht, die Düsterlande mit Grenzfesten abzuriegeln. Doch die meisten von ihnen wurden von den herrenlosen Armeen überrannt. Ja. Klingt nicht so schön. Also Marcia. Woher auch immer wir wussten, dass Hoka mit Nachnamen Ashir heißt. Also ich wusste es,